Wer kennt nicht noch dieses tolle Schaufenster-Display der Masters of the Universe aus den 80ern? Oder zum Beispiel auch diese Werbehefte? Oder hattet ihr auch diese Comics bei euch zu Hause? Falls ja oder falls auch nicht, bleibt einfach mal hier dran bei Fenders Sammler Magazin und da seht ihr einiges krasses Merchandise damals aus den 80ern rund um unsere Helden von Eternia. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Magazins rund um Actionfiguren und Merchandise. Ja, habe ich nicht eine geile Mund-Nasen-Schutzmaske an? Ja, Cringer. Sieht ja richtig mega geil aus, oder? Ja, mit dieser Maske, davon habe ich 3 Stück, laufe ich natürlich abwechselnd durch die Gegend. Und sie macht sich richtig mega geil, ja. Diese Maske gab es, ja, limitiert von der Grayskull Con zu kaufen. Kostete 6,50 Euro. Dazu kamen noch 2 Euro Versandkosten. Und es hat sich gelohnt. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ob die Grayskull Con noch einige Masken haben davon. Ihr könnt sie ja mal über Facebook anschreiben. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Und weil ich letztes Mal schon mal eine Maske an hatte hier bei Fenders Sammler Magazin und wo ich sie abgenommen habe, erinnert ihr euch doch daran, da hatte ich ja Probleme dann mit meinem Headset-Mikrofon. Es blieb da hängen. Deswegen habe ich jetzt hier eine kleine Handkeule in der Hand, ja, damit man ja diese Tortur, dieser Entmaskung nicht mehr mitbekommen muss. Naja, nichtsdestotrotz geht es heute in eine tolle neue Sendung rein mit dem Thema Masters of the Universe. Viele haben sich mal wieder eine Sendung über die Masters gewünscht und ihr kennt mich ja, euer Wunsch ist mein Befehl und deswegen gibt es jetzt die Masters. Tada, hier steht nun das Set zur heutigen Ausgabe, denn ich möchte euch ja Merchandise aus den 80ern der Masters präsentieren, die wir alle kannten damals hier in Deutschland, ja. Es gibt einige kleine Auslese, die ich hatte und die präsentiere ich euch einfach mal. Ich kann die Maske auch abnehmen. Das solltet ihr in der Öffentlichkeit am besten nicht tun. Ganz wichtig ist es, tragt in U-Bahnen, in Bussen, in Geschäften, tragt solch eine Maske und haltet bitte den Mindestabstand von 1,50 Meter. So, toll. So, mal die Maske hier drauf, die wird nachher natürlich schön abgekocht, ja, damit mir und den anderen nichts passiert. So, und da beginnen wir, wie gesagt, jetzt mit unserer Sendung rund um Merchandise der Masters. Und da beginne ich mal von ganz Anfang an. Denn 1983, ja, es war März 1983, erschienen die Masters of the Universe in unsere deutschen Spielzeugläden. Ja, auch der kleine Mark stand vor so einem Display und ja, war erstmal fasziniert von den Figuren, denn ich habe vorher von den Masters of the Universe gar nichts gehört. Ja, ich wollte eigentlich bei meinem Lieblingsspielzeugladen neue Captain Future-Figuren holen, musste entsetzt feststellen, sie gab es nicht mehr, aber meine Mutter und ich entdeckten diese Figuren. Und dann guckte ich mir die Verpackung an, ja, da hatte ich zufällig He-Man ja in der Hand und war erstmal fasziniert, ja. Ich nannte ihn, ja, weil ich sehr jung war und kein Englisch konnte, nannte ich ihn einfach He-Man. Und meine Mama, ja, dachte zuerst, das wären Figuren von Captain Future. Und sie nannte ihn auch He-Man. So, aber er hieß ja He-Man anschließend. Auf alle Fälle habe ich mir die erste Figur gekauft. Das habe ich euch schon mal in einem Video erzählt, wie ich zu den Masters of the Universe gekommen bin. Das lasse ich jetzt ein bisschen aus. Ich wollte euch nur mal kurz die Historie sagen.
Ja, und dann hatte ich die erste He-Man-Figur. So, und war so fasziniert, dann folgte die zweite, dritte, vierte, fünfte und dann hatte ich dann als Kind die ganze Sammlung komplett. Meine Informationen zog ich damals, wie wir alle, es gab ja kaum Merchandise zu dem Zeitpunkt, aus solchen tollen Mini-Comics, ja. Die lagen ja, ihr wisst es ja, sie lagen ja in jeder Figur bei. Da habe ich ja wirklich einige mit der Zeit angesammelt, ja, und da konnte man zu der jeweiligen Figur, ja, konnte man sehen, zu wem gehört sie. War sie böse? War sie gut? Ja? Wie stand sie zu He-Man? Wie stand sie halt zu Skeletor? So, das waren meine Informationsquellen, die wir auch damals, wie gesagt, alle hatten. Aber so, man kennt es ja, man wird süchtig, wenn man plötzlich anfängt, was zu sammeln. Ja? Damals habe ich das nicht mal Sammeln genannt. Ich habe es mir einfach gekauft. So, und dann fing Mattel an, die merkten langsam, es wird wohl ein Erfolg werden. Und so kam es, dass man auch He-Man bewerben musste, damit man noch erfolgreicher wurde. Ja, es gab dann Werbespots im Fernsehen, die liefen dann bei ARD und ZDF. Ich glaube, die liefen, glaube ich, fast 80 Mal in der Zeit. Das ist eine ganze Menge für damalige Verhältnisse, wenn man berechnet. Es gab ja damals nicht die Privaten, ja, es gab nur ARD und ZDF und die Dritten. Und man konnte damals nur in ARD und ZDF, konnte man zu einer gewissen Zeit nur die Sachen bewerben. Ich habe die Spots öfter denn zwischen meinen Lieblingsserien gesehen und war immer davon angetan. Ich wollte mehr Masters haben. Aber Werbespots lohnten sich nicht mehr unbedingt. Und so fing man an, ja, auch in Printmedien zu werben. Vornehmlich natürlich in Comicheften, ja, wie zum Beispiel in der Mickey Mouse. Ja, da wurde die Toyline beworben und zwar am 29.03.1983 gab es die erste Werbeanzeige, die von Mattel geschaltet worden ist. Das suche ich euch mal schnell raus. Das habe ich gerade, vor lauter Schreck, habe ich das vergessen zu machen. Aber hier, guck mal, zum Beispiel auch hier, Mattel war sehr gerne in Mickey-Maus-Heften vertreten. Hier gab es auch Barbie, ja, eine Barbie-Werbung. Ja, Tanzgymnastik mit der Super-Dance-Barbie. Hört sich richtig gut an, ne? Die Super-Dance-Barbie, jetzt suche ich mal schnell raus. Ja, wie kann ich sowas vergessen, vorher sowas vorzubereiten? Aber da haben Sie mal eine kleine Exkursion, ist es, auch hier, schön, Bambi, hä? Eine schöne Bambi-Werbung. Ich habe damals auch die Mickey-Maus-Hefte geliebt. Ja, ich habe mir jede Woche ein Mickey-Maus-Heft geholt. So, und wie gesagt, am 29.03.1983, die Nummer 13 der Mickey Mouse, gab es die erste Masters of the Universe Printwerbung. Seht ihr das? Ja. Da sah man nun He-Man auf Battle Cat vor Castle Grayskull. Ja, wie hier ein bisschen aufgebaut, ja, habe ich euch ja gerade schon gesagt, mit diesem ultra selten, ja, Schaufenster-Display. Es gibt, glaube ich, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, es gibt nur 300 Stück weltweit von dieser Werbeform, ja. Tolles Teil, super, 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 mega geil. Und wie gesagt, diese authentische Werbung lief dann eine Woche später auch in der Mickey Mouse. Und natürlich gab es dann auch die gleiche Werbung in dem zweitbeliebtesten Comic-Heft der Deutschen damals. Und zwar, Moment. Und zwar, wo habe ich es hingetan? In Fix und Foxy Heft, auch von 1983, logisch, ja. Da gab es die gleiche Printwerbung nochmal zu sehen. Und so erschloss man natürlich die junge Zielgruppe sehr schnell, weil die Macher, also Mattel, wusste, ja, wenn wir die Kinder an Bord holen, sind die Eltern natürlich ausgeliefert und sie müssen natürlich den Kindern die Figuren kaufen. So war es bei mir auch. Meine Mutter hat mir die erstmal heimlich geholt. Mein Vater hat später davon erfahren, war nicht so erfreut, weil er fand die Figuren halt gräuselig, scheußlich, pädagogisch nicht wertvoll. Aber er ist trotzdem erlegen. Er hat mir nämlich später zu Weihnachten, ich glaube 3 Weihnachten hintereinander, hat er mir die Burgen gekauft. Im ersten Jahr war es natürlich die Castle Grayskull, im zweiten war es die Snake Mountain und im dritten Jahr
Das war, glaube ich, auch noch zu Ostern. Ich bin aber nicht mal ganz sicher. Da gab es die Fright Zone. Ja, also hat das Kind wieder gesiegt über den Vater. So, seinen Willen wieder bekommen. Prost. So. Dann geht es natürlich weiter mit dem ganzen Merchandise. Irgendwann gab es auch Comichefte. Ja, natürlich gab es bei meinem Lieblingskiosk, ihr wisst, ich habe alles Lieblings, Lieblingsspielzeugladen, Lieblingscomicladen, gab es von Condor bzw. von Interpart, gab es diese großformatigen Comichefte. Und da konnte ich ja noch mehr Informationen ziehen zu den Masters of the Universe. Und die habe ich mir alle 2 Monate gekauft, beziehungsweise meine Mama hat sie mir gekauft. Und ich fand sie so richtig mega cool, ja. Richtig geil gezeichnet, die waren wirklich im Style der Comicfiguren. Klar, die hatten kleine Farbfehler drin, ja. Aber das hat ja heutzutage, da habe ich auch ein Video zu gemacht vor kurzem, da hat ja die Retro-Fabrik einen geilen Sammelband mit allen Comics der Interpart-Reihe rausgebracht, wo sie auch die ganzen Farbfehler korrigiert haben. Ja, aber wie gesagt, da habe ich mir meine ganzen Infos nochmal gezogen, fühlte mich immer super, mega geil unterhalten. Ja, 1984, da gab es, nochmal nebenbei, bevor ich 84 hinkomme, da gab es auch dann plötzlich von EHPA, ja, EHPA hat auch die Mickey-Mäuse rausgebracht, ja, die Zeitschrift Mickey Mouse, brachte dann auch Hefte raus, ja. Und da sah der He-Man. Ich muss sagen, die Zeichnungen sahen irgendwie anders aus. Sie sahen, fand ich persönlich, sahen sie noch cooler aus, ja. Brachten sie diese Comics nochmal in den Handel, ja. Finde ich auch geil. Wäre auch mal, vielleicht wäre es auch mal cool zu sehen, dass es auch davon mal ein Sammelband geben würde. Ja, würde mich freuen. Und da gab es auch immer coole Gewinne. Zum Beispiel 100 Masters Videokassetten. Da konnte man gewinnen, und da sind wir schon beim Thema Videokassetten, denn ab 1984 gab es auch Videokassetten zu den Masters of the Universe. Die ersten Kaufkassetten gab es immer leider nur eine Folge zu sehen. Meine erste war ja, das habe ich auch in einem Video mal gesagt, das kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Da gab es für mich die erste Folge Celine, die Zaubersängerin. Ich habe bis dato noch keinen einzigen Cartoon von He-Man gesehen. Ja? Ich wusste gar nicht, wie die Figuren sich anhören, wie sie genau ausgesprochen werden, wie sie agieren und was weiß ich. Ich habe auch da nicht gesehen, wie sich denn He-Man oder wie sich Prinz Adam in He-Man verwandelt. Das habe ich da zum ersten Mal gesehen und war total fasziniert. Nachteil, wie gesagt, von den ersten Kaufkassetten war, es gab immer nur eine Folge auf einer Kassette und die waren schweineteuer. Sie kosteten 20 D-Mark. Heute umgerechnet knapp 10 Euro. Ultra teuer eigentlich, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, es gab, hätte 130 Folgen, ja, He-Man auf VHS gegeben. Das wäre ja richtig mega teuer geworden für diejenigen und vor allen Dingen sehr viel Platz hätte es weggenommen. Später gab es ja DVDs, wo alle 130 Folgen plus 2 Sonderfolgen auf DVD gebannt waren. Gibt es bis heute noch. Und ja, so war das damals. Man konnte sich auch Videokassetten denn ausleihen in der Videothek. Das hat mein Vater ja auch regelmäßig gemacht. Dann gab es sogar noch Videokassetten, wo mehrere Folgen drauf enthalten waren auf einer Kassette. Ja, das war auch das Thema der Videokassetten. Ja, und dann gab es auch natürlich, wie wir auch wissen, Kultiges. Und zwar von dem Hörspiel-Label Europa. Ja, wer mein Format Hörspiel-Fan regelmäßig verfolgt, weiß es ja, ich mache da regelmäßig Reviews zu den Masters of the Universe, denn Europa hat was Cooles entwickelt. Es gab ja damals kaum Infomaterial über die Masters. Und ja, da hat der Autor H.G. Francis, der bekannt war durch diverse andere Hörspiele, wie zum Beispiel Jan Tanner, Perry Roden, Commander Perkins, also ein Autor, der sehr Science-Fiction-lastig war, wurde von Heike Dine Körting beauftragt, Hörspiele der Masters zu schreiben.
Hat er gemacht. Er hat wenig Infomaterial bekommen von Mattel und so passierte es leider, dass manche kleine Fehler sich ins Hörspiel geschlichen haben. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichten, ja, waren geil. Ich weiß nicht, ich muss sagen, eigentlich schon waren die Geschichten geiler als die von Filmation. Ja? Obwohl ich die Cartoons von Filmation mag, aber die Hörspielkassetten waren viel besser. Und da ich vorher noch bis auf eine Videokassette, ja, nichts von Masters hatte an audiovisuellem Material, war ich über die Hörspiele sehr erfreut. Deswegen war ich auch manchmal ein bisschen irritiert, weil ich kannte ja alle Hörspiele, warum es in den Filmation-Cartoon anders war. Ich dachte sogar als Kind zeitweise, was Europa, ja, uns vorgelebt hat, das wäre das Richtige. Nein, es war natürlich das Filmation war das Richtige, aber H.G. Francis hat da richtig geile Storys zugezwiebelt. Hier stehen ja, wie gesagt, drei Kassetten von den insgesamt 37 plus einer Sonderfolge. Ja? Und falls ihr so richtig Bock habt, mal so die eine oder andere Review zu dieser Hörspielkassettenfolgen zu sehen und zu hören von mir, dann klickt hier auf YouTube unter der Playlist vom Bumo TV Hörspielfan. Und da findet ihr die ein oder andere tolle Review von mir zu den Masters. Da gibt es natürlich auch andere Hörspielreihen, aber den Masters, das ist schon top. Wir kommen nochmal ganz kurz zurück zu Ehapa und der Mickey Maus. Denn 1987, genauer gesagt am 30.07.1987, begann noch ein Werbefeldzug von Mattel in Bezug auf die Masters of the Universe. Denn da startete eine Cartoon-Reihe, eine neunteilige Cartoon-Reihe der Masters, ja, mit einem kurzen Cartoon oder einem kurzen Comic in dem Heft, ja. Man konnte auch was gewinnen und ja, so war wieder, ja, die Käuferschicht, diese potenzielle Käuferschicht, ja, wieder gewonnen, beziehungsweise ja, es ebbte ja 1987 ja extremst ab mit den Masters in Deutschland. Ja, die waren nur noch kaum gefragt. Es folgte noch ein Realspielfilm, der hat vollkommen gefloppt, denn die Kinder in Deutschland wollten eigentlich gar keinen He-Man mehr sehen. Und so war es von Mattel nochmal das letzte Aufbäumen, ja, die Masters ins Kinderzimmer zu bringen, beziehungsweise die Kinder bei Stange und bei Laune zu halten. Hat leider, wie man weiß, nicht mehr funktioniert. Der 1988, ja, war das letzte Land Italien, ja, die Masters aus den Regalen geräumt haben. Aber die Comics waren halt jetzt nicht so hochwertig gezeichnet, finde ich mal. Die Storys waren, auf alle Fälle gab es da, wie gesagt, die neunteilige Reihe nochmal zu lesen. Ja, habt ihr die vielleicht? Könnt ihr gerne mal reinposten. Wie fandet ihr denn diese Kurzcomics in der Mickey Maus von den Masters? Gerne mal reinposten. Und was es natürlich noch gab, ja, es gab ja, was damals so schön war in Spielzeugläden, ja, da gab es gratis Magazinhefte, ja, so Werbebroschüren, wo die Masters of the Universe, ja, schön drapiert, wie bei mir ein bisschen, ja, in Dioramen gestellt worden sind und wo dann die neuesten Figuren für die Kinder gezeigt worden sind. Wo man sagte, ja, Mama, ich möchte diese Figuren haben. Meistens hat man diese auch angekreuzt, so als Wunschzettel für den Geburtstag, für Weihnachten oder für Ostern. Und so wussten die Eltern, Oma und Opa immer, was möchten die Kinder gerne haben. Und zack, ja, zack, war es denn auf dem Gabentisch. Hier wurden auch die Masters als Hörspielkassette auch nochmal beworben von Europa. Tolle Magazine, muss ich sagen. Da gab es auch noch einen Masters of the Universe Fanclub. Ja, da konnte man sich anmelden als Kind. Man hat immer geheime Post bekommen von He-Man und Co. Man konnte so einen Club gründen, wie gesagt, mit seinen Freunden. Dann musste man immer so eintragen in so diesem Clubheft. Was hat man Gutes getan? Ja, das habe ich auch gemacht mit meinen zwei besten Freunden, ja. Und ja, da wurde auch noch nebenbei, gab es auch andere Comics zu sehen. Ja, toll. Hier gab es auch wieder, das meinte ich damit, da konnte man schön ankreuzen, hier die Figuren.
Da blutet einem das Herz. Wenn man heute sieht, was solche Magazine, ja, die damals umsonst gab, die gab es ja wirklich gratis. Ich habe damals als Kind stapelweise solcher Hefte mitgenommen. Später wurden sie natürlich entsorgt, aber wenn ich die noch behalten hätte, die sind ja heute bis zu 30, manches Heft sogar über 50 Euro wert. Ja, was damals umsonst gab, krass. So ein Heft ging letztes Mal für 47 Euro bei eBay weg. Ja? Das zweite offizielle Magazin. Mir fehlt das erste mal nebenbei. Ja? Falls jemand das erste Werbemagazin von den Masters hat, postet mich mal an. Ja? Über den Social Network Kanälen wie Instagram unter Fan-das-Sammlermagazin oder bei Facebook unter Fan-das-Sammlermagazin. Ja, tolle. Toll in Szene gesetzt, oder? Da werden wirklich Kindheitserinnerungen wach. Ja, das waren nun einige, ja, das waren eigentlich die Hauptwerbemittel, Merchandise-Mittel, ja, von den 80ern bezüglich der Masters of the Universe. Ja, da gab es noch Lady Bird Comics in so Buchform, war auch geil, habe ich auch eine Review zu gemacht, könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal Bumo TV auf YouTube sehen. Aber im Großen und Ganzen war das erstmal für uns, ja, das Merchandise ever, ja, wo wir uns dran orientiert haben, was die Masters of the Universe sind, welche Neuigkeiten es gibt, welche Geschichten man drum basteln kann, ja, und was weiß ich, ja, habt ihr auch Merchandise gehabt damals als Kind, auch immer schön fleißig unten in die Kommentare posten. Mein Mund ist gerade wieder trocken, da muss ich mal ganz kurz wieder mal trinken. Jo. Ja, und heute gibt es ja zum Beispiel, habe ich mir mal besorgt, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, vor einem Jahr, so eine tolle Schutzhülle für mein iPhone, ja, von den Masters. Fällt mir jetzt gerade so auf, weil es gerade hier, weil es gerade so liegt bei mir. Damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Fenders Sammlermagazin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder hier auf Bumo TV. Bis dann, eine schöne Zeit, bleibt gesund, wichtig, ihr wisst ja, wie ich sagte, ne? Schützen, schützen, schützen und bleibt weiterhin Fan. Bis dann, tschüss.